Ich pushe Solo in Richtung Master und öffne das wahrscheinlich krasseste Megaschwein auf der ganzen Welt. Wie viel Glück wir haben und was wir ziehen, siehst du jetzt. Trag gerne Code BigSpin im Shop für kostenfreien Support ein. Vielen Dank und wir gehen rein. Let's go, was haben die? Okay, Jesse schon mal. Jesse wird komplett gedifft. Jesse wird komplett auseinandergenommen, also so Real Talk auseinandergenommen. Die hat gar keine Chance. Kommt jetzt hier jemand? Ne, die haben beide tatsächlich einfach gar keine Chance und gar keinen Bock mehr. Also die Jessie ist, ja, wie soll man das formulieren? Die hat nicht so richtig mehr Lust auf dieses Spiel. Wir können jetzt einfach hoch hier schießen. Oh, da ist sie. Okay. Ja, nice try, nice try, nice try, nice try, nice try, nice try, nice try. Ne, muss ich aber sagen, ist ein nicer try von der Jessie. Die Jessie hat Spaß. Die Jessie hat echt Spaß. Die macht wirklich viel gegen mich tatsächlich. Zum Glück dürfen wir die nicht. Zum Glück wird Manfred nicht komplett aus dem Leben gedifft von Papa Spin. Das ist ja geisterkrank. Jessie wird wieder reinkommen. Sie wird wieder komplett gedifft werden. Und wieder danach absolut gar keinen Bock mehr haben tatsächlich. Das ist so ihr Ding, weißt du? Zack. Wieder tot. Super. Da habe ich jetzt zur Hilfe bekommen, aber... Trotzdem. Super. Jessie wird wieder reinkommen. Jessie hat wieder keinen Spielspaß. Es ist wieder so weit, dass Jessie keinen Spielspaß hat, okay? Ich möchte, dass ihr das wisst. Die hat keinen Spielspaß. Spielspaß ist ausverkauft. Jetzt habe ich dumm gefressen. Vielleicht soll ich auch mal meinen Maul halten, aber nee, ist eigentlich egal. Normalerweise müsste der Rico jetzt mal auf mich rotieren, aber irgendwie raffen die das nicht. Oh doch, jetzt raffen sie es. Ja, der Rico wurde auch gedifft. Super. Und eine Ulti rein und tot. Ja, also ich weiß nicht. Ich kann es, glaube ich, nicht viel besser machen tatsächlich. Also das war wirklich... Ich bin nicht einmal gestorben in diesem Game. Ich bin nicht ein einziges Mal in diesem Game gestorben, Freunde. Das war komplett geil. 7-0 Starspieler. Und damit haben wir 7000. Fast. Road to legendärer Starjob aus... unserem ersten Mal legendär, komplett alleine, ohne Mates, ohne sonst was. Ja, das Geile ist natürlich, wenn meine Mates die Mail, die feeden wie die absoluten Vollidioten und dadurch einfach die Hotzone komplett für die Gegner ist. Das ist perfekt, ich habe das falsche Gadget, egal. Müssen wir wohl mit leben, egal. Dann muss ich erstmal den Dynamite diffen, genau. Okay, ich werde das auf jeden Fall von der Seite spielen, das ist ganz klar. Ich muss jetzt wirklich hier mal wieder, wie ich das sehe, hier gerade für drei spielen, weil ich nicht daran glaube, dass meine Mates... in irgendeiner Form dazu in der... Oh, das ist... Oh, guck mal, jetzt kommen sie auch weg. Jetzt comebacken sie gerade. Wir holten hier mal rein, zack. Das war okay, aber jetzt auch nicht unbedingt so gut. Die wird natürlich jetzt auch gleich hier versuchen zu ulten. Machen wir das Teil hier rein. Okay, die wird jetzt von außen versuchen, irgendwie wahrscheinlich auf mich zu gehen. Was nicht so optimal ist, bin ich ehrlich. Okay. Ja, ich checke gar nicht, was die machen, ne? Ich habe keine Ahnung wirklich. Also ich habe wirklich keinen Plan. Ich muss hier permanent alles treffen, um irgendwie nur eine ansatzweise Chance zu haben. Und ich frage mich, was das hier schon wieder alles soll tatsächlich. Ist hier noch ein Dynamic? Ja. Melody ist auch da. Es checkt halt niemand, dass ich nicht in der Zone bleiben kann, ne? Das checken die einfach nicht. Die sind da zu doof für oder so, keine Ahnung. Guckt euch an. Die raffen das nicht, Digga. Ich schwöre, die raffen das nicht. Die raffen nicht, dass ich nicht in der Zone bleiben kann. Meine Mates sind so schlecht. Es ist geisteskrank, wirklich. Ich spiele dieses Game und ich sehe, wie schlecht meine Mates sind. Und ich kriege wirklich hier einen Kollaps, okay? Die werden so gedifft einfach. Es ist heftig. Ich bin gefühlt 10-2 oder so. Was? Bitte. Wie? Wie stirbt da jemand? Wie stirbt da jemand von einem Döner, Mike? Ich verstehe es nicht. Bro. Was will TikTok denn jetzt, hä? Sind die dumm? Ja, wie gesagt, ne? Ich kann nicht mehr tun, als ich gerade tue. Ich spiele das so gut eigentlich.
Aber die tilten gerade, die tilten gerade, die tilten gerade. Ja! Wichtig und richtig, let's go! Okay. Wir sind dabei, let's go, ohne Nummer 2. Wir haben eben gerade unfassbar knapp gewonnen. Jetzt ist das gleiche, es ist einfach das gleiche Early Game wie eben auch schon, ne? Es ist das gleiche Early Game wie eben auch schon, ich fasse es nicht. Was zur Hölle ist das? Egal, schaffen wir. Hoffentlich. Ja, die Melody controlt irgendwie das Ding. Das ist sehr, sehr geil. Dynamax steht auf einmal da, wo er niemals stehen sollte. Ich... Bitte jetzt, bitte Leute, bitte. Wir brauchen jetzt Saft und Kraft, okay? Nice. 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 Nice, tot, sauber. Let's go. Jetzt rein, jetzt müssen wir rein. Es war so klar. Also der Dynamic darf dieses Game Real Talk nicht gewinnen. Aber der Spike eigentlich auch nicht das Problem. Das ist halt das Ding, der Spike darf es auch nicht gewinnen. Bro, der Dynamic, ne? Ich... Bitte jetzt, bitte. Wir haben wieder die Kontrolle. Maisie denkt auch gar nicht darüber nach, mal zu ulten. Das finde ich auch ganz geil eigentlich. Schön die weghalten, schön die weghalten. Schön, 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 schön. Jetzt sind eine geile Ulti drauf. Der wird auch wieder eine Hesson-Ulti reinwerfen. Super, super, super. Super. Klappt doch, Jungs. Die müssen jetzt rein. Aber die kriegen keine Kontrolle mehr, weil Gromspin sie einfach so krank wegdifft, es ist heftig. Es ist heftig. Ich bin da. Ich bin online mit 15 zu 3 und unfassbar viel Damage und habe dieses Spiel ultra verdient gewonnen. Ich habe wirklich großen Respekt vor dieser Runde, Freunde. Wir haben einen Spike und eine Eve. Ich würde gar nicht mal sagen, dass Eve so schlecht ist. Die Gegner haben halt einen Edgar. Und dieser Edgar ist der Alpha-Gammler, wie man sehen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Runde zu 100% meinen Lane gewinnen werde. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich meinen Mates hier an der einen oder anderen Stelle aushelfen muss, um irgendwas zu machen. Aber, oh, das sind gute Hits von der Eve. Let's go, wichtig. Colette hier mit Ulti. Ja, mal kurz springen. Sehr schön. Gut, 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 gut. Okay, einmal ganz kurz mit Gadget Auto-Aim rein. Let's go, sehr schön, es sieht gut aus, es sieht gut aus, Freunde, es sieht gut aus. Wir müssen nur vermeiden, dass es hier zur Psychose kommt, aber es sieht perfekt aus, Freunde, let's go. Wir gammeln die Gegner so dermaßen weg, es ist nicht mehr schön. Der Edgar mit Jump, jumpt jetzt tatsächlich auch, sehr, sehr interessant, ja. Ich meine, kann man machen, wenn man einen Loser... Ach, Dicker! Okay, das macht mich sauer. Das macht mich ein bisschen sauer, bin ich ehrlich. Wenn der Spin im Rage-Mode ist, gibt es keinen Halt mehr. 32%. Also es führt in dieser Runde führt wirklich kein Weg daran vorbei, dass es einfach hier Sieg wird, ne? Es führt wirklich nichts daran vorbei. Ich treffe jeden Shot. Ich treffe jeden einzelnen Shot gefühlt. Es ist geisteskrank. Ich treffe jeden Shot. 18%. Edgar wieder in der Mitte. Okay. Sie muss es gefühlt physisch abfangen. Ansonsten kracht es bei ihr. Tot. Edgar mit Ulti. Edgar jumpt rüber ohne Sinn. Geil. Noch eine Minute. Auch mal dumm den Schuss fressen. Egal. Auch mal wieder den 20. Kill machen. 7%. Colette will rein mit Hyper. Kann ich rein mit Hyper? Nochmal gestorben, aber wir haben es. Wichtig. Let's go. Gutes Game. Sauber gespielt. Dominiert. Jetzt das Ganze nochmal, Freunde. Übrigens, heute Abend, beziehungsweise heute Nachmittag, gibt es auch einen Livestream auf meinem Twitch-Kanal. Da könnt ihr sehr, sehr gerne mal einschalten, um dieses wunderbare Gameplay, wenn ich mal gerade nicht reintrolle, tatsächlich auch mal live zu erfahren. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut für mich der Start. Aber da könnt ihr gerne mal rein. Da zucken wir Rank. Da machen wir die Rang 35er-Pushes. Da solltet ihr auf jeden Fall mal dabei sein. Helfen die mal ganz kurz aus auf der Lane. Das ist gut. Dann kann nämlich jetzt unser Spike nach vorne. Das ist super. Ja, das gibt direkt mal hier den Kill. Sehr schön. Jetzt haben die natürlich den Edgar hier am Start. Den sollten wir jetzt auf jeden Fall irgendwie loswerden. Sehr schön. Gut. Okay, wir sind noch nicht in Führung. Ich muss auch sagen, ich habe am Anfang ein bisschen gepopelt. Das Ding ist halt,
dass trotzdem wir das Game gewinnen müssen, ne? Wir müssen trotzdem dieses Ding gewinnen, um irgendwie jetzt hier zu 2-0 zu kommen. Guck mal, also es führt eigentlich führt kein Weg daran vorbei, dass wir diese Runde nicht gewinnen. Also for real jetzt, ne? Nein, Dicker, er hat die Colette gefeedet. Oh mein Gott, jetzt hat die Hyper. Jetzt hat die einfach Ulti. Jetzt hat die Colette Ulti. Ich raste aus. Ich raste komplett aus, Dicker. Das kann doch nicht sein. Das ist doch geisterkrank, Alter. Bitte, 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 bitte. Tut mir den Gefallen. Das ist... Okay. Wir müssen das Ding jetzt gewinnen. Und ich darf meine Lane auf keinen Fall verlieren. Wenn ich jetzt hier meine Lane verliere, es kommen halt auch zwei, ne? Aber wichtig. Sehr, sehr wichtig. Let's go. Geil. Sehr schön. Dicker. Warum? Warum? Aber warum? Wie kann das sein? Warum stirbt schon wieder hier jemand im 1 gegen 1? Das ist doch geisterkrank. Ich check es nicht, wirklich. Sauber. Komm bitte, jetzt Damage. Wir brauchen jetzt Damage, bitte. Wichtig. Wichtig. Ich spiele um mein Leben. Ich spiele um mein Leben hier wirklich. Ihr merkt das vielleicht, ne? Ich gebe alles. Ich treffe jeden einzelnen Shot, okay? Also, natürlich jetzt nicht jeden, das ist übertrieben, ne? Aber die meisten. Aber wir machen Damage, das ist gut. Aber wir müssen auch Damage machen. Wir haben, guck mal, die kommt gar nicht durch. Die hat gar keinen Spielspaß. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Die hat keinen Spielspaß. Der hat auch keinen Spielspaß, so wie es aussieht. Hier, Ulti in die Fresse, zack. Was ist denn los bei den Leuten? Bitte, wir brauchen jetzt dringend. Ja, 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 ja. Kill es doch, Mann. Danke. Oh, nee, Digga. Colette mit Hyper. Wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie. Alles gut. Okay. Wieder ein wichtiger Kill. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der dieses Game mehr verdient hat in dieser Runde als ich. Ich habe gefühlt sogar mit der Ulti alle Shots auf ihr getroffen. Bitte. 13% zu 37. Wir müssen das haben. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Das Ulti-Geschütz kommt. Okay. Einmal hier das Ding weggammeln, damit wir hier nicht komplett geballert werden. 28% zu 3%. Wir müssen das schaffen, bitte. Ich schwöre, wir müssen es schaffen. Es gibt kein... Nein, 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 nein. Nein, Leute, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Bitte, bitte, bitte. Ja! 1%! Hätte ich das nicht gewonnen, ich wäre wirklich vom Planeten Erde runtergefallen. 29-2 und wir gewinnen mit 1%. Wieder diese lustige Map, aber jetzt wurden einfach alle Werfer gebannt und ich habe gar keinen Bock jetzt hier von irgendwem namens Dings gleich aufs Maul zu bekommen. Gehen direkt mal hier in die Zone rein. Ja, geil, direkt der Movement Suite am Start. Let's go, mal direkt ein paar Dodges ballern. Mit den Spiders sollte das ja klar gehen. Oh, guckt's euch an. Und wisst ihr, was das Geile ist? Die Gegner haben wieder keinen Spielspaß. Der Search wird gleich noch weitere dreimal versuchen, sich hier reinzugammeln. Und Papa, oh, was haben wir hier? Eine Crow? Okay, geil. Ja, Crow kannst du auch mal gerne probieren. Ja, ich auto ja immer für die ganze Zeit nur. Wir haben die linke Seite. Das Problem ist auf der rechten Seite. Ich will meinem Team auch gar keinen Vorwurf machen, ne? Das ist ein 2 gegen 1 so. Da kann man auch mal, wobei eigentlich ist es ein 2 gegen 2, aber wir tun mal so, als ob es ein 2 gegen 1 gewesen wäre. Da kann man auch mal kurz den Verstand verlieren, ne? Ist ja klar. Der auch tot, let's go. Sobald wir die Zone haben, gehen wir einfach hoch. Jetzt sollten wir sie gleich haben. Jetzt gehen wir hoch. Auf entspannt. Jetzt gehen wir direkt hier rein, warten ganz kurz. Jetzt ulten wir Nani oder ulten hier generell einfach mal rein, genau. Zack, 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 super. Das Ding ist fast irgendwie tot ohne Grund. Dann gibt es hier mal die nächsten Spiders. Wir machen ein ganz entspanntes 2 gegen 1. Zack, 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 zack. Tot, tot. Hier vielleicht noch ein Kill, komm. Ja, los, noch ein Kill, komm. Sehr schön. So, jetzt habe ich einen Triple Kill gemacht. Wie auch immer meine beiden Mates gestorben sind. Ich habe keinen Plan, bin ich ehrlich, ne? Also wirklich nicht. Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie nicht so gut. Müssen hier einmal das Ding machen, zack. Das war sogar Fail. Ja, jetzt bin ich sogar noch gestorben. Aber komm, es sind noch ein paar Prozentpünktchen. Das schafft ihr doch wohl. Ihr müsst euch ja Legend einfach nur... Leute, bitte. Nice, 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 nice. Wichtiger Kill. Sehr gut. Damit erste Runde hier gemeistert.
Würde ich sagen, war gut gespielt. Wir gehen wieder hier hoch. Wir machen wieder zuerst die Difference auf der anderen Seite. Zumindest hoffe ich das. Jetzt haben sie gewechselt. Sie haben einfach Nani geschickt. Oh, Nani macht aber einen guten Job. Ja, Nani macht einen guten Job tatsächlich. Also reicht natürlich nicht aus, aber war auf jeden Fall ein nicer Try. Das Geile ist halt, wir haben dieses Stu-Ding, ne? Und dieses Stu-Gadget carried uns ja halt einfach komplett. Und das Geile ist diesmal, meine Mates haben halt auch einfach wieder die Seite, ne? Oh, warte mal, jetzt hat sie uns sogar, oder? Nein, hat sie nicht. War ja ein nicer Try gewesen auf jeden Fall. Ja, nicer Try, nicer Try, nicer Try. Zack, 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 tot, let's go. Und wieder weggegammelt und die Gegner sind alle tot. Alter, es läuft fantastisch. Es läuft wirklich, wirklich gut. Jetzt hier oben den Search, okay, ja, der soll gerne versuchen, uns hier zu holen. Kann er gerne machen, klar. Also er hat es halt schon einmal versucht, da hat es jetzt nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob es jetzt klappen wird, keine Ahnung. Also, ja, ist halt irgendwie für ihn jetzt hier eine Situation, in der ich nicht gerne stecken würde an seiner Stelle. Wobei, Alter... Okay, hat er gut gemacht. Das Ding ist, haben wir bekommen und dadurch haben wir auch so oder so gewonnen. Gutes Game. Also ich habe jetzt am Ende ein bisschen reingestruggelt, aber ihr seht, trotzdem gutes Stat, 9-2 Starspieler. Genauso verdiene ich mir das und damit sind wir hier straight in Richtung von Legendär. Die Gegner haben auf jeden Fall gute Comps jetzt gegen uns, weil unser Kollege einfach als letztes Bass gepickt hat und das wirklich völlig unerkenntlich in eine Pearl rein, in alles rein. Dieser Bass wird gigantisch. Ich habe ihm Poco vorgeschlagen. Er hatte auch Poco Power 11. Aber das ist den Leuten egal, weißt du? Den Leuten ist egal, ob da ein Poco vorgeschlagen wird oder so. Es ist einfach egal, ja? Es wird einfach akzeptiert, okay? Können wir irgendwas machen? Hallo, Angelo. Angelo, Angelo. Es ist gestört. Angelo juckt es nicht. Angelo ist da links und er versteht den Modus nicht. Angelo ist Trimax. Ich schwör's euch. Angelo ist original Trimax. Der spielt wie Trimax. Der hat den Game Sense wie Trimax. Es ist einfach Trimax in der Originalversion. Ich sag's euch. Jetzt hier Pearl. Wir müssen hier wieder mal irgendwie den Sanitäter spielen, gefühlt für alle. Super. Super. Irgendwie macht keiner einen Schuss, wenn ich einen Schuss mache, aber ist okay. Alles gut. Nee. Wir akzeptieren es. Ich habe jetzt Hyper. Hyper könnte retten. Hyper könnte saven, Freunde. Hyper könnte saven. Das Problem ist, ich habe nur noch ein Gadget. Jetzt kommen die halt. Ja, wir müssen hier rein. Wir müssen hier rein irgendwie. Bitte komm. Ja, wichtig. Let's go. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir gehen einmal hier rein, einfach auf den Mr. P drauf. Der Mr. P kann eh nix. Ja, und jetzt bitte. Wir kriegen das Tor nicht. Wir werden das Tor nicht bekommen. Ja, ja, nein! Bro, bitte! Wichtig, 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 wichtig. Okay, wir haben es gemacht. Wir haben es irgendwie gemacht, Freunde. Die Welt ist in Ordnung. Die Welt ist im ersten Game in Ordnung. Alles ist gut. Wir warten hier. Wir chillen hier einfach, ja? Wir sind ja einfach am Chillen. Mies am Chillen. Jetzt gehen wir hier lang. Sehr gut. Sauber. Jetzt kurz heilen. Heilen wäre jetzt wichtig, die Pearl wird so hart ulten, hatte die jetzt so Bock, ne? Ja, aber ist okay, wir sind dem Ganzen mit Ulti entwichen. Das ist ein gutes Gadget gewesen, ja, man muss auch mal die Mates loben. Wenn sie guten Stuff machen, muss man auch mal loben. Das war jetzt auf jeden Fall nicht schlecht. Der hat wieder Ball, Bro, er versucht halt die ganze Zeit durchzurennen wie ein Vollesel, aber schafft's halt nicht. Also es ist halt zu 100% klar, dass das nicht klappen wird. Okay, geil, wir ulten mal. Ja, die Ulti war mehr oder weniger nötig. Ich glaube, die war eher weniger als mehr nötig, aber gut. Ist okay. Solange wir ein bisschen heilen und solange wir jetzt nicht getroffen werden, können wir gleich mit Hyper hier mal reinrennen. Also dieser Sam, ne, den die hier im Team haben, ne. Dieser Sam ist wirklich eine grande Katastrophe spielerisch. Das Ding ist, wir dürfen jetzt kein Tor mehr kassieren. Wir müssen jetzt zumachen, ja. Wir müssen jetzt hier richtig schön zumachen. Es wird zugemacht, Freunde. Damit holprig, aber 1-0 für das Team vom Spin. Das war okay. Zweite Runde. Ich hoffe, wir kriegen jetzt irgendwie den Win, Freunde. Warten hier mal. Warten. Jetzt. Oh, Digga, die Pearl direkt wieder. Aber ist okay. Jetzt slowen wir das Ganze mal. Ja, wichtiger Slow. Chillen hier mal ganz oben gerade. Der Mr. P hat absolut keinen Plan, ob wir hier sind. Der Mr. P, oh Gott, er hat einfach Lex oder so. Okay, jetzt ulten wir. Und gehen einfach mal rein. Ich hoffe, das reicht. Ja, das sollte ausreichen. Sehr schön. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Sauber. Wichtig und richtig. Geil. Wir warten wieder. 3, 2, 1. Jetzt Slow. Ja, guter Slow. Schlechter Dodge, aber guter Slow. Ja, die gehen wieder hier mit dem Ball. Irgendwie wollen sie wieder reingehen. Okay, wild. Der Gunner, also dieser Sam ist ja wirklich... Der Sam ist zum fünften Mal versucht, er gerade durchzurennen, ne? Das muss man sich mal geben. Zum fünften Mal ist er gerade dabei, einfach zu versuchen, hier irgendwie durchzurennen. Was halt... zu 100% niemals klappen wird, beziehungsweise, ja, wo man halt offensichtlich sieht, dass es einfach nicht funktioniert, ne? Ja, let's go, let's go, let's go. Geil. Geil, geil, geil. Okay, jetzt haben wir den Ball. Wir sind vorne. Alles gut, wir müssen jetzt nur noch Kontrolle behalten, okay? Einfach nur Kontrolle. Der Sam läuft die ganze Zeit rein wie ein Neandertaler. Der hat keine Ahnung, wie das Game funktioniert. Die Mates sind übel sauer auf den. Ich wäre auch extrem sauer auf ihn, wenn es mein Mate wäre. Jetzt gehen wir mal nach oben hier. Oh, guckt's euch doch an. Ist das herrlich.
Jetzt gehen wir hier rein, zack, Ulti, sauber, fantastisch, zack, 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 zack. Und damit haben wir gewonnen, sauber. Gutes Game, kann man sich nicht beschweren, auch gute Mates gehabt, haben auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Wir sind 14-1, 14-1 und der Sam ist 1-11. Ein Déjà-vu, wir haben wieder Piper auf der Map, ich hoffe, diesmal wird es keine 29-2 Angelegenheit, beziehungsweise eigentlich hoffe ich es schon. Ja, und es geht doch direkt so weiter, wie es aufgehört hat. Geil, Digga, nice, zack. Na, auch nicht, oh, okay, okay. Ja, chill dich, Digga, auf einmal habe ich hier irgendwie einen Dings. Ja, ja, klar, zack, zack, normal, ja, der normalste. Okay, ja, das war jetzt irgendwie nicht so ein guter Start. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber egal, wir gehen mal über rechts. Damit wir hier mal diese komische Lola ausschalten können. Wir haben nur ihren komischen Klon getroffen. Da wäre es auf jeden Fall ganz geil, wenn wir sie jetzt mal treffen könnten hier, bitte. Ja, wir haben wieder irgendwas getroffen, aber irgendwie wieder nicht sie. Das ist ja richtig geil. Ja, Lola ist ja nice. Aber ich muss wirklich sagen, Lola ist so ein Charakter, Digga. Da Bro, also irgendwann reicht's auch mal, ne? Irgendwann reicht's auch mal hier. Kann der bitte nicht verlieren gegen... Oh, ist das schlecht, Digga. Ist das schlecht. Okay, ich halte einfach mal. Also ich kann in diesem Game... glaube ich sogar nicht viel mehr machen, als meine Lane einfach zu halten. Das ist so ein bisschen das, was ich hier auch mainly versuchen werde. Jetzt gehen wir hier mal weg, damit der Angelo hier kein Auge wirft. Ja, geil. Digga, ich verstehe es halt nicht, ne? Ich verstehe es wirklich nicht, Digga. Wie kann denn... Bro... Die geht einfach durch. Ich akzeptiere einfach mein Schicksal. Ich akzeptiere, dass sie da gerade einfach durchgehen wollte, obwohl zwei Leute da gerade standen. Jetzt ist hier niemand in der Mitte. Ja, sie ist vorher in Mitte gegangen. Jetzt geht sie auf einmal rechts. Klar, normal. Der Brock stirbt gegen Angelo ohne Sinn. Super. Wirklich echt super. Geil. Das ist richtig nice. Das ist genau das, was wir hier auch brauchen tatsächlich. Ich habe in diesem Game fairerweise auch noch keinen Schuss getroffen. Ja, das ist ja wirklich super, ne? Das ist ja wirklich super. Ich meine, immerhin ist Melody diesmal dran so. Das ist ja auch schon mal ganz cool, muss man sagen. Der Kollege trifft, frisst wieder diesen ganz anderen Hit tatsächlich. Okay, der... Ja, Angelo ist hier, Lola ist hier, es ist alles super. Wir feiern das wirklich. Wir feiern das. Wir finden das alle cool. Ja, geil, super. Ja, ich weiß nicht, was ich mehr tun soll, ne? Also, es ist absolut insane. Ich meine, immerhin lebt Melody noch. Okay, okay, fair, fair. Melody macht sogar einen guten Job. Darüber kann man jetzt auch erstmal nicht meckern. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier mal kurz weg. Das Problem ist, unser Tresor hat halt wirklich noch unendlich wenig Leben, ne? Und ich kann halt keine... Leute, ich kann doch keine drei Leute auf einmal verteidigen, Mann. Ist das krass, ist das krass. 1-7, 2-7. Warum immer auf der Map krieg ich so auf die Schnauze? Wir öffnen das Megaschwein. Jetzt bin ich sehr gespannt, was wir da drin haben, Freunde. Wir haben leider keinen Sound direkt bei Mythisch. Oh mein Gott, ich habe gerade um einen Punkt keine Fortnite Earnings mitgenommen und direkt der erste Startup aus dem Megaschwein ist legendär. Guckt es euch an, let's go. Schön hochgegangen, schön einfach episch, dann mythisch und dann legendär. Freunde, es ist doch fantastisch. Besser geht das Ganze doch gar nicht. Super, genau das wollen wir haben. Schöner, legendärer Star-Drop. Und da wird natürlich reingegangen, Freunde. 3, 2, 1 und go. Wir gehen in den legendären Star-Drop. Und wir bekommen einfach sogar ein Hornritter bei. Das ist sogar legit ein guter Skin, den ich hier fast gekauft hätte. Wie geil ist das bitte? Richtig, richtig geil. Let's go. Der erste Star-Drop direkt von allen, die wir aus dem Megaschwein haben, Alter. Wir haben zwei geöffnet und wir haben einen legendären und einen mythischen bekommen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, hä? Was ist denn da los? Wir gehen rein. Oh mein Gott, wir kriegen auch noch ein Gadget, Doppelwurst. Wie geil ist das? Das ist crazy, das ist wirklich wertvoll. Wenn wir jetzt, Digga, wenn wir jetzt auch nur wirklich irgendwas Krasses noch rausziehen könnten, rausziehen würden. Es wäre absolut insane, Junge. Holy. Das ist crazy gerade wirklich. Das ist crazy. Let's go. Die nehmen wir mit. Sauber, sauber, sauber. Jetzt noch irgendwas weiteres, ne? Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Bonus on top. Erster Star-Drop im Megaschwein. Jetzt einfach hier wirklich legendär gewesen. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus, Freunde. Let's go. Selten 100 Gold nehmen wir mit. Zack, zack. Weiter geht's. Super. Nächster Star-Drop. Abfahrt. Selten, selten. Ey, alles gut. Jetzt kann nichts, es kann nichts mehr schief gehen, okay? Es kann jetzt nur noch wirklich Bonus bekommen. Wir haben einen geilen Skin.
Oh, der Bonus. Ich rieche den Bonus bis hierhin, Chat. Ich rieche ihn bis hierhin. Der Bonus. Der Bonus, Freunde. Es ist das Bonusschwein. Es ist das Bonusschwein. 1000 Credits bringen zwar nicht so viel, aber weltweiter Ruhm geht hoch, Freunde. Den nehmen wir natürlich direkt mit. Weltweiter Ruhm 2. Oh, der Bonus. Also es ist wirklich herrlich. Es ist wirklich herrlich, so einen Bonus zu haben. Also ich glaube jetzt schon, allein ein legendärer, zwei mythische, ich glaube auch zwei epische, ist unfassbar überdurchschnittlich, okay? Es ist wirklich unfassbar überdurchschnittlich. Egal, was jetzt passiert, selbst wenn wir jetzt nur noch seltene ziehen sollten, es ist ein geisterkrankes Megaschwein vorne. Nee, halt's Maul. Ah! Da ist der Finn! Guckt ihn euch an! Guckt ihn euch an, wie er lebt und lebt! Guckt ihn euch an! Zwei legendäre und zwei mythische aus dem verdammten Megaschwein. Ist das krank! Ist das krank? Das könnte wirklich das beste Megaschwein der Welt sein. Was passiert hier? Oh mein Gott. Ist das crazy? Ist das crazy? Zwei legendäre, ne? Zwei legendäre ist wirklich geisterkrank frech. Das ist heftig. Also ein legendärer, zwei mythische waren schon komplett broken. Und jetzt zwei legendäre aus einem Megapick ist insane unwahrscheinlich, okay? Das ist geisterkrank unwahrscheinlich. Wir gehen rein, let's go. 3, 2, 1 und go. Und wir kriegen wieder einen Skin. Wir kriegen wieder einen Skin. Mondlicht Piper ist der Skin, den wir bekommen. Wie geil ist das denn? Aha. Das ist crazy. Es ist verrückt. Es ist absolut verrückt. Also das ist wirklich Lack des absoluten Grauens, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ne? Oder ob ihr versteht, wie viel Luck ich hier gerade habe, ne? So wenig Luck, wie wir gerade in dem Fortnite-Turnier hatten, so viel Luck haben wir wirklich hier gerade bei diesen Stardrops. Das ist ja wirklich absolut insane. Also, ich fass es nicht. Ich kann es nicht glauben. Das ist das Beste. Das muss das beste Megaschwein aller Zeiten sein. Ja, das muss das beste Megaschwein aller Zeiten sein. Oh mein Gott. So heftig. Zwei legendäre, zwei mythische. Also, es ist episch nochmal, sogar nochmal episch hier. Und noch geht. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy. Wirklich. Das ist wirklich crazy. Wir haben drei Skins. Drei Skins, ja? Drei Skins aus einem einzigen Megaschwein gezogen. Ich fass es nicht.